Ja, es tut mir leid, ich habe mir auch was anderes vorgestellt, als im August bei 30 Grad Adventskalender auszupacken. Aber es ist wieder soweit. Wir unboxen selektiv die spannendsten und schönsten Adventskalender 2024. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es los. Ich weiß, ja, es ist nicht unbedingt das, wo ich sage, boah, juhu, 30 Grad, kurzes Höschen. Aber der Adventskalender kommt. Und ich habe schon den ersten hier. Die anderen kommen jetzt alle in den nächsten Tagen. Ich habe mir dieses Jahr überlegt, wir machen es ähnlich wie im letzten Jahr. Sehr selektiv. Nicht jeden Adventskalender, den es auf dem Markt gibt, sondern wirklich nur die, wo ich sage, die interessieren mich auch wirklich. Ihr könnt mir aber natürlich in die Kommentare schreiben, ob es einen bestimmten gibt, wo ihr sagt, ey Maxim, den will ich vielleicht haben, aber ich warte auf dein Feedback. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und heute schauen wir uns den Yves Rocher Adventskalender an. Und Yves Rocher und ich, ist ganz lustig, es gab einen Überschneidungspunkt vor Jahren. Bestimmt schon vor 5 Jahren und seitdem habe ich nie wieder was von der Marke gehört. Ist aber auch eher so, dass sie in Frankreich wohl sehr bekannt ist. Ich habe gesehen, dass letztes Jahr ein Puder sehr viral gegangen ist. Vielleicht ist es ja hier mit drin. Und er war auch nicht so teuer. Er hat eigentlich 55 € gekostet. Es gab dann aber irgendwie ab 50 € hat man dann nochmal 5 € gespart. Dann war es nur noch 49 € und dann gab es zwei Full-Size-Gratis-Proben mit dazu, die man sich aussuchen konnte. Fand ich ganz schön. Und hier ist er auch. Die Verpackung ist unglaublich schön. Er erinnert mich so ein bisschen an den L'Oréal Adventskalender und an den Dior Adventskalender, nur halt ein bisschen günstiger. Er ist blau mit goldenen floralen Prints. Wir haben hier vorne eine Schleife und ein unglaublich schönes Design, muss ich wirklich sagen. Hier steht auch noch ein kleiner Text auf Englisch und Französisch mit drauf. Ja, freu dich auf den Winter. Okay, freue ich mich gerade wirklich, weil es ist unerträglich warm hier unten. Aber wir schauen uns das Ganze mal an. 24 Türchen sind mit drin, 55 €, sagen wir mal 50 €, weil ich habe ja auch nur 50 € gezahlt. Und wir haben 24 Türchen mit einem wirklich schönen Design. Man kann die auch wieder benutzen, habe ich gesehen. Und so ein bisschen aufstellen. Die sind nämlich an verschiedenen Seiten bedruckt mit den floralen Blumenprints. Ich packe wie immer nicht die Reihenfolge aus, sondern einfach willkürlich, damit ihr nicht, falls ihr euch den holen wollt, die Überraschung kaputt macht. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich. Los geht's. Achso, das ist übrigens das erste Video, was wir hier im neuen Studio drehen. Ich muss mal gucken, ob es mir gefällt und wie wir das Ganze noch ein bisschen anpassen können. Aber wenn ich mich jetzt hier so drehe beispielsweise, gefällt mir das eigentlich ziemlich gut. Wir starten. Ich bin jetzt aufgeregt. Ah, okay, krass. Es steht auf den Boxen steht auch immer noch ein bisschen was drauf, was das Produkt erklärt. Ich muss dazu sagen, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Gerade wenn ich Adventskalender habe von Marken, mit denen ich noch nicht so viele Überschneidungspunkte hatte, bin ich da ein bisschen gelassener, weil ich natürlich die Marke erstmal kennen möchte. Ich möchte jetzt nicht nur, weiß ich nicht, Nagelsticker, Yoga-Gutscheine und Zopfgummis haben, sondern ich möchte schon so einen Überblick über die Marke bekommen. Das macht für mich, finde ich, bei Marken, die ich nicht so gut kenne, wirklich Sinn. Wenn ich jetzt einen Adventskalender von Maybelline kaufe, erwarte ich abliefern. Ne? Weil die Marke kenne ich schon und die Chance, dass ich eines der Produkte zu Hause habe, ist recht hoch. Wir starten mit dem ersten und das ist ein Make-up Removing Micellenwasser, 50 Millilitern. Also ich denke mal, das ist so eine Mini-Größe. Sieht einmal so aus. Packaging sieht gut aus. Achso, es ist zum Aufdrehen. Oh, es riecht gut, es riecht sehr frisch, es riecht recht aquatisch. Okay, wir haben ein Micellenwasser. Wir bewerten am Ende. Ich zeige euch jetzt erstmal. Und wir haben hier eine Anti-Correcting-Suprapflege. Soll für die Augen sein und korrigierend sein. Da muss ich jetzt mal reinschauen. Oh ja, okay, es kommt schon raus. Ach, krass. Das ist so ein wässriges Serum. Na, es riecht. Also Yves Rocher ist, glaube ich, ähnlich wie Body Shop oder so. Er fühlt sich jetzt zumindest auf den ersten Eindruck erstmal so an. Und wir haben schon das erste Make-up-Produkt. Und zwar einen Lippenstift. Ein Rouge-Elixier in der Farbe Camellia Rose. Darüber freue ich mich tatsächlich sehr. Lippenstifte kann man immer gut gebrauchen. Ist eine sehr, sehr schöne Farbe. So ein bisschen in die Rosé-Richtung. Ich swatche ihn jetzt nicht. Ich habe ihn jetzt nur einmal geöffnet, das Siegel geöffnet, um ihn euch zu zeigen. Okay, wir haben Make-up und wir haben Skincare, also da bin ich gespannt, was da noch so mit rauskommt. Weiter geht es ebenfalls aus dieser Anti-Age Global-Reihe, eine ultimativ regenerierende Pflege, auch in einer Mini-Größe. Okay, ist jetzt sehr nah beieinander, wenn ich mir die Zahlen aber angucke, ist es das nicht, ne? Also es ist nicht, dass du Montag und Dienstag zweimal dasselbe hast. Okay,
Okay. Okay, das sieht spannend aus. Wir haben eine Leaf... was für die Haare auch. Baume Botanique, ein botanisches Balsam, was man in den Haaren drin lässt für trockenes und kaputtes Haar ohne Silikone und 98% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. Auch hier riechen wir natürlich einmal dran. Okay, da kann ich jetzt gerade nicht so viel riechen, aber wir haben was für die Haut, fürs Make-up, für die Haare. Mhm. Vielleicht ist hier auch was für die Nägel drin. Ich habe mir tatsächlich dieses Mal wirklich gar nichts angeschaut, ne? Aber ich habe einfach bestellt. Ich habe mich gefreut, dass ich den ersten Adventskalender gesehen habe und habe einfach mal gekauft. Ein Duschgel mit Hafer und Buckwheat. Was ist Buckwheat? Ich glaube Buchweizen, ne? Ein Duschbad. Was ist es denn jetzt? Du kannst es für die Badewanne und zum Duschen benutzen. Oh, das riecht sehr gut. Ganz mild, so ein bisschen nach Hafer. Okay. Und wir haben nochmal was für die Haare, aber diesmal ein festes Produkt. Shampoo für trockene oder sehr trockene Haare mit Bio-Blumenölen. Sieht einmal so aus. Auch die... die riecht auch sehr gut. Ja, ich weiß nicht. Also bis jetzt muss ich sagen, klar, es sind recht kleine Größen, außer der Lippenstift. Gut, das ist jetzt eine reguläre Größe. Aber ich habe eine Vielzahl an Produkten, um die Marke kennenzulernen. Ich glaube, wenn du die Marke schon kennst, ist es vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Aber für jemanden, der die jetzt nicht kennt, ist das spannend. Wir haben eine Bodymilch-Reparation mit Calendula und Organ-Bio-Share-Butter. Muss immer so ein bisschen, muss ich probieren. Riecht auch sehr gut. Sehr reichhaltige Creme. Ganz mild. Ganz mild. Ich dachte, dass Yves Rocher so vollgepackt mit Duftstoffen ist. Aber wahrscheinlich habe ich das mit The Body Shop verwechselt, ne? Für mich, das Mono-I ist dieses Jahr auch wirklich das Ding, ne? Wir haben eine Handcreme. Die sieht ein bisschen aus wie so eine günstige Alternative zu den L'Occitane-Cremes, ne? Auch die Verpackung ist sehr, sehr ähnlich. Handcreme kann man immer gebrauchen. 30 Milliliter ist auch eine völlig ausreichend in der Handtasche. Ihr kennt mich und meinen Handtaschentick. Den auch, aber meinen Handcremetick wollte ich sagen. Ich habe überall im Haus verteilt eine Handcreme. In jedem Raum. Und wir haben einige davon. Oh, auch spannend. Ja, wobei, da muss ich jetzt mal ein bisschen Kritik äußern. Ich weiß es nicht, da brauche ich mal euer Feedback. Wir haben jetzt hier auch eine Bodymilch, auch aus der Mono-I-Reihe. Also wir haben hier wahrscheinlich verschiedene Reihen mit drin, um verschiedene Reihen kennenzulernen. Aber es ist ja Weihnachten. Will ich da noch nach Mono-I riechen? Das ist ja ein sehr sommerlicher Duft, ne? Wobei, ist jetzt nicht so krass sommerlich. Aber da erinnere ich mich an den Isana-Adventskalender, der letztes Jahr einfach nach Lebkuchen gerochen hat oder so. Wir haben ein Parfum, aber das ist auch eine Probe. L'Evidence Eau de Parfum, das riechen wir natürlich. Ja, also sowas mag ich nicht, muss ich sagen. Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen was anderes gewünscht, weil das ist auch so eine doofe Verpackung, ne? Das ist mit, also noch nicht mal ein Pumpspender. Das läuft eigentlich immer aus. Aber es riecht gut. Wobei. Ja, warte, lassen wir mal kurz verfliegen. Doch, es riecht ganz gut. Es ist gar nicht so feminin, ne? Es ist nicht so super, super blumig. Okay. Hier wird es schon ein bisschen weihnachtlicher. Das sieht auch so aus, als wäre das extra für den Kalender angefertigt worden. Das ist Granatapfel-Magnolie, ein Duschbad und ein Duschgel. Passt vom Design her genauso zum Adventskalender. Also das wird... krass. Krass. Das riecht gut. Da riechst du die Granatapfel. Könnte auch so ein bisschen Mango mit drin sein. Das riecht sehr, 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 sehr gut. Freue ich mich, weil ich bin ja auch... auch da brauche ich so ein bisschen euer Feedback. Vielleicht hat sich die kollektive Meinung geändert in den letzten Jahren. Ich finde es eigentlich mit den Adventskalendern immer ganz gut, dass da auch ein paar Minis mit dabei sind. Weil entweder man fährt über Weihnachten weg und kann dann ein paar Tester mitnehmen im Weihnachtsurlaub. Oder man fährt, weiß ich nicht, in den Winterferien weg oder dann Ostern und hat so einen kleinen Backup-Schrank. Was ich auf jeden Fall mache, ist, ich sammle wieder alle Inhalte der Adventskalender und verlose euch am Ende der Adventskalenderzeit 24 Pakete. Also seid da unbedingt bei Insta aktiv, folgt mir da, aktiviert die Benachrichtigung. Und ich denke mal, wir machen 15 bei Instagram und 9 machen wir hier für die, die kein Instagram haben. Also lasst dem Video unbedingt einen Daumen nach oben da. Okay, wir haben ein Make-up-Entferner, Pur Bleuet. Ein Make-up-Remover mit so zwei Phasen hat das mit dabei. Okay. Ich bin ja es gibt zwei Zahlen, die für mich gut sein müssen. Eine habe ich verpasst, da weiß ich nicht mehr, welche es war. Das ist Nikolaus. Es ist mein Geburtstag, der 14. und natürlich Heiligabend. Aber hier geht es weiter, auch aus dieser Shea und Calendula-Reihe. Hier haben wir jetzt ein Body Scrub. Okay, auch passend. Einmal das Scrub und einmal die Body Milch für danach. Wir haben ebenfalls... das klingt nach mir. Auch angepasst aus dieser weihnachtlichen Version. Vanille und Orchidee Duschbad. Das riecht gar nicht so intensiv, aber das riecht toll. Ich mag die Farben, ich liebe Blau und Gold.
Okay, es geht so ein bisschen Richtung Skincare und Make-up. Wir haben hier ein Lippenbalsam. Ja, ich hätte gerne noch ein Make-up-Produkt, wenn ich ehrlich bin. Weil ich die Marke, also für mich natürlich interessiert, ich interessiere mich natürlich jetzt mehr für Make-up als für Lippenpflegestifte, aber auch den kann man gut in der Tasche mal behalten. Haltet mal das Video an und schreibt mir in die Kommentare, wie euch der Adventskalender bisher gefällt. Aber für mich persönlich, ich glaube, das ist ja auch immer sehr unterschiedlich, was für ein Knüller ist. Wir haben hier eine feuchtigkeitsspendende SOS-Maske mit Edulis Cellular Water für alle Hauttypen. Sieht einmal so aus, soll wirklich Feuchtigkeit spenden und soll man ein bis zweimal die Woche benutzen können. Ich habe im Moment wirklich ein ganz großes Problem. Eigentlich hätte ich das Make-up gar nicht drauf machen sollen. Ich mache gerade eine Woche lang keine Skincare. Furchtbar. Es bricht mir das Herz. Ich habe mich jetzt schminken müssen, denn ich habe den schlimmsten Hautausschlag meines Lebens bekommen und ich vermute, es war diese Weleda Erdnussbuttercreme. Keine Ahnung, was da los ist. Ich muss mich da nochmal rantasten. Ich habe überall im Gesicht Pusteln bekommen, aber unterirdische Pusteln. Mein ganzes Gesicht juckt seit Tagen. Es ist ganz, ganz furchtbar. Ich werde das Make-up auch gleich wieder abmachen und dann keine Pflege benutzen. Ich möchte, dass meine Haut tagsüber einfach sich selbst reparieren soll. Ich will mal gucken, ob das funktioniert. So, wir machen weiter mit einem weiteren Shampoo aus einer anderen Reihe. Ein Reparation Repair Shampoo mit Bio-Jojoba-Öl, sulfatfrei für trockenes und kaputtes Haar. Ja, also weiß ich nicht. Das ist ja noch weniger Mini als Mini. Also, das ist für mich so eine gute Größe für einen Adventskalender. Das ist hier frech. Also, diese kleinen Mini-Dinger finde ich persönlich frech. Hydra Vegetal Feuchtigkeitspflege. 48 Stunden Non-Stop Moisturizing Gel. Also, gerade bei so günstig produzierbaren Produkten, die auf Wasserbasis sind, finde ich, könnte man ein bisschen. Ne, da möchte ich mindestens 30 Milliliter haben. Wir haben nochmal etwas Angepasstes, aber das ist wieder das Granatapfel- und Magnoliengedöns. Das ist dann jetzt die Bodylotion. Riecht gut, aber weiß ich jetzt nicht. Jetzt werde ich langsam ein bisschen pampig. Jetzt werde ich pampig, weil jetzt haben wir hier wirklich sehr viel zum Duschen und sehr viel zum Eincremen. Ich weiß nicht, ist das so ein französisches Ding? Aber wir haben, okay, angepasst die Handcreme Vanille und Magnolie. Also hier auch, es wiederholen sich die Düfte, aber die Kategorien verändern sich immer so ein bisschen. Oh, wir haben nur noch drei Fläschchen. Okay, wir haben jetzt auch einen Nagellack. Das ist der Nagellack in so einem klassischen Goldton. Ich finde die Verpackung mal ganz spannend, ne? Es ist ja auch nochmal so ein bisschen was anderes. Sieht gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Kann ich mir, glaube ich, gut vorstellen für so einen weihnachtlichen Look. Und da haben wir auch endlich nochmal ein Make-up-Produkt und zwar eine Full-Size-Mascara. Mascara-Volumen für Fanned-Out, also für sehr schwungvolle Wimpern in Schwarz. Und das letzte Türchen aus dem Yves Rocher Adventskalender geht an Zika Repair, Repairing-Creme mit Apfelinhaltsstoffen, Bio-Apfel. Okay. Weiß ich jetzt nicht, weiß ich jetzt nicht. Das ist ja jetzt auch der erste Adventskalender dieses Jahr. Also auf der einen Seite muss ich sagen, ich freue mich, weil ich jetzt verschiedene Produkte der Marke kennenlernen kann. Ich habe was für die Haare, ich habe was für die Hände, ich habe was für den Körper, ich habe einen Duft, ich habe Nagellack, ich habe ein bisschen Make-up. Ich finde, es hätte ein bisschen weniger Duschgele sein können. Wir haben eins, drei Duschgele, drei Bodylotions, so ein paar kleine Proben. Also da muss ich sagen, bei diesen wirklich Mini-Mini-Mini-Dingern, das mag ich persönlich nicht. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob das jetzt eine besonders teure Reihe von Yves Rocher ist. Bin ich jetzt persönlich nicht so ein Fan davon, weil die kannst du vielleicht zwei, dreimal benutzen und dann hast du da einfach, ist das Produkt aufgebraucht, aber um Effekt zu sehen, braucht es ein bisschen länger. Ich denke, ich würde dem Adventskalender 50 Euro ist halt aber auch doch schon eine Menge Geld, ne? Da das der erste Adventskalender des Jahres ist, geben wir ihm mal schlappe 7 von 10. Ja, doch 7, weil ich habe ja was festgestellt. Ich bin gespannt. Vielleicht findet ihr diesen Kalender ja spannend und schreibt es mir unbedingt einmal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt und denkt unbedingt daran, mir in die Kommentare zu schreiben, welcher Adventskalender ich für euch testen soll. Ich werde nicht jeden machen, den es gibt, aber selektiv die, die ihr euch wünscht. Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf!